So, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Ellerbach. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und unsere Chaoten Happy Farmers weiterverfolgen wollt. Ja, es ist ja allerhand passiert in der letzten Folge. Wir haben hier eben Franz Ostermeier fast einen Ertrunkenen gehabt, der einen Fisch gefuttert hat. Wir hatten den Günther Jahn, unseren Günther Bauer, der unseren Sanka fast in den Teich gefahren hat und und. Also ist wieder alle Menge passiert. Auf meinem Landhandel tut sich natürlich überhaupt nichts mehr. Und ja, ich würde sagen, wir steigen wieder ein in Roleplay. Sag mal, hi, Servus. Franz. Schön, dass wir wieder beieinander sind. Ja. Du hast den Weg gefunden, sehe ich. Ja, Ja, so ein paar also, Wiesen über Felder, aber. ja, gut, sind ja vielleicht deine zukünftigen. Weiß man ja nicht, ne? Ja, Ob dir das wer so weiß. gefällt. Gut, also ich zeig dir jetzt das hier alles mal. Ja, es ist hier Kuhhof, ne? Das ist ein schöner Stall. Ja, ich weiß nicht, ob du auf Bio gehen willst oder konventionell. Du hast hier beide Möglichkeiten. Ja. Ne? Also hier ist Gülle hier unten. Ah, okay. Ja, Ja. dann hast du hier so ein paar schöne Unterstellflächen mit einer kleinen Werkstatt hinten. Okay. Ja, sieht Das ganz gut ist aus. ganz ordentlich. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen was zum Unterstellen. Da gibt es noch mal eine schöne Halle. Die ist eigentlich auch nicht ganz so arg klein. Da hast du auch ein bisschen Platz. Also Platz hat sie echt ganz gut, finde ich. Ja, Für schade, euch, der ja? Vorgänger hat nichts vergessen. Doch, den Kärcher hat er stehen lassen. Ach, ja, immerhin, immerhin Immerhin, etwas. ja, man kann nicht alles haben. Ne? Ja, dann ist hier hinten, ja, das ist halt dann die Mistgeschichte, wo die Kühe Mist und hier zwei Fahrsilos hast du noch. Ja, das sollte auf jeden Fall, Genau. so, Entschuldigung, reichen. Und was noch dazu gehört, das ist hier vorne. Der ist ein bisschen unpraktisch platziert. Also hier einmal Hühner. Ah, Kannst ja okay. auch Hühner haben. Ja, Für gut. Werde ich sowieso brauchen, dann für die Bäckerei. genau. Und hier ist ein Silo, das zu dir gehört. Okay. Ist halt ein bisschen Joa. unpraktisch angebracht, aber mein Gott, Ja, ja, ich das vermute kriegt mal man schon hin. Platzverhältnisse. Ja, also der Katzenhof hier, der ist weitestgehend unbewohnt. Ob Okay. der ehemalige Katzenhof da. Ach, vielleicht kommt da auch irgendwann ein neuer mehr dazu. Schauen wir mal. Vielleicht kann man ja eine Ja. Kooperation dann mit deinem Hof machen. Schauen wir mal. Der hat ja Eben. auch Kühe und so. Ah, okay. Ja, und dann habe ich auch gesehen, weil ich habe inzwischen auch mit dem Bürgermeister nochmal gesprochen hier. Ach, wo ist er da? Und habe hier mal das abgeklärt, wie das mit dem Hof hier ablaufen könnte. Ja. Dieses Feld 11 würde quasi noch dazugehören. Okay. Da ist Gerste Oh, drauf und ist auch schon erntereif. ja, aber Ja. komplett Unkraut drauf, das Ja, ist. gut, es ist schon lange verlassen, der Hof. Da ist schon lange nichts mehr passiert. Also, es war das Letzte, was hier gemacht wurde. Und Okay. ja. Ja, gut. Ja. Ja, gut. Jetzt weiß ich nicht. Also, ist das für dich interessant? Muss ich jetzt erstmal so fragen. Der Wäre Hof das auf was? jeden Fall, die Ja? Bäckerei. Ja, da ein paar Pläne hätte ich schon so im Kopf, vielleicht, ja. Okay. Also wäre das eventuell was für dich? Ja, schon. Also das. Okay, also ich habe jetzt auch sämtliche Machtfülle vom Bürgermeister bekommen und auch vom Bankmitarbeiter. Das heißt, ich darf über sämtliche Dinge hier erstmal verfügen, ausnahmsweise. Ja. Er hat zu mir gesagt, der Preis für diesen Hof inklusive dem Feld Ja. wäre bei 250.000. Okay. Inklusive Feld. Inklusive dem Feld 11, Okay. so wie es da steht. Die Bäckerei inklusive dem Feld, wo es gerade drauf steht, das würde nochmal 200.000 extra kosten. Das sind ordentliche Summen. Ja, also ich gebe es theoretisch eigentlich nur weiter. Ich habe auch geschluckt, muss ich Ja. sagen. Aber ja, also wären wir für beides zusammen bei rund 54.000. Okay. Ja, also Ja, so an sich, das
Ja, also, das sollte man hinkriegen. Ja, okay. Müsste halt überlegen, ich weiß, Fahrzeuge wirst du keine haben. Ich weiß nicht, wie geldtechnisch, was du hast oder so. Ich habe ein Kapital von 56 Euro. Okay, das ist ja auch schon mal eine kleine Anzahlung. Ja. 56 Euro. Ja, also, müssen wir uns überlegen. Ja. Ich glaube, da irgendwas mit dem kleinen Kredit oder sowas ist da durchaus Ja. machbar. Ich weiß nicht, wie wir es machen. Du kannst dir mal überlegen. Also ich habe hier einen Katalog vom Shop bekommen, weil der momentan leider auch nicht da ist. Das heißt, ich mache jetzt momentan auch die Shop-Tätigkeiten ein bisschen so nebenher noch im Nebenjob. Kannst dich ja Okay. schon mal umgucken, was du eventuell brauchen könntest, damit du vielleicht so rundum mal roundabout weißt, was du ungefähr brauchen könntest. Okay, Vom ja, Geld halt höchstens. her. Ja. Ob du noch Land möchtest und so, du kannst auch Länder pachten, das ist ja auch möglich. Okay. Der Landpreis oder die Pacht wäre dann 10% vom Feldertrag, müsste dann als Abgabe abgegeben werden oder 1 bis 1,5% vom Feldpreiswert. Das wäre eine Möglichkeit. Oder halt dann dein Kauf. Okay. Und Ja, das. Zinsen würden meistens so anfallen, sind 2% pro Tag würden Okay. anfallen. Also ich selber habe einen Landhandel oben, habe auch 1 Million damals aufgenommen, damit es ein bisschen reicht. Und ja, ist halt, also bis jetzt hatte ich noch keine schlaflosen Nächte, aber ja, musst du halt wissen, wie du es machst. Ich würde Ja, sagen, klar. guckst es einfach nochmal gemütlich an. Guckst du einen Katalog an und dann kannst du mir einfach nochmal Bescheid geben. Sollen wir es mal so Ja. machen? Ja, das kriegt man so hin. Alles klar. Gut. Dann, ja. Sag ich mal Dankeschön. Gerne. Ich hoffe, dir geht es einigermaßen gut. Ich habe hinten auch eine Kiste Sprudel und eine Kiste Bier gesehen. Das hat er da gelassen. Ah, Du musst mal okay. gucken, dass das noch gut ist. Ja, Ansonsten, bestimmt. hier der Brunnenwirt im Ort, der ist auch echt gut. Okay. Und Fahrzeuge kann man sich beim Händler oder beim Shop auch leihen. Also die muss man jetzt auch nicht alle kaufen. Der verleiht auch mal was. Das meiste, vor allem Okay. Großgeräte und so, Drescher und das habe ich zum Beispiel auch mir erstmal nur angeliehen. Also die muss man nicht kaufen. Die gibt er meistens zu einem guten Preis auch weiter. Ja, gut. Ich denke mal, wenn ich mal einen Drescher brauche, da kann der Landmann bestimmt auch mal was machen. Mit Sicherheit, ja. Lohnunternehmen haben wir momentan leider keins. Ich selber, wie gesagt, habe selber nicht mal einen. Aber wenn du irgendwelche, zum Beispiel Mischfutter brauchst für die Kühe oder sonstiges, das kann ich dir natürlich liefern. Das ist kein Problem. Okay. Ja, das sollte man doch so hinkriegen. Alles klar. Falls ich mal auf die Stadt muss, wo wären das Gemeindegebäude? Das ist gar nicht so weit weg. Du läufst vor, also hier den Weg runter, ganz runter, Mhm. dann rechts. Und dann immer der Straße entlang und dann auf der rechten Seite kommt es dann mal. Also es ist nicht weit weg. Ah, okay. Da Ja, gut, kommst du aufs dann Gemeindegebäude, ne? kann ich mal zu Fuß laufen oder so. Genau. Da kannst du eigentlich zu Fuß laufen. Fahrbahnuntersatz kriegst du mit Sicherheit auch mal beim. Kannst du ja, wie gesagt, guckst du mal den Ordner an, den Ja. Katalog und kannst du ein bisschen was raussuchen und. Okay. Ja, dann denke ich mal, kriegt man das alles so nah. Alles klar. Also, dann herzlich willkommen hier. Auch im Namen vom Bürgermeister. Und Dankeschön. ja, ich denke, wir hören uns demnächst. Ja, denke ich auch. Alles klar? Okay, dann bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. So, da bin ich ja mal gespannt, wie er sich entscheiden wird. Wäre schön, wenn wir hier noch mal was kriegen in dem Ort. Moment. So. So, mal hier rein. Moment. Kann ich in mein Auto nicht einsteigen. So, düsen wir mal weg hier. Kurve hier. So, jetzt. Eine Aufregung. Mir keiner ist. Jetzt muss ich mal gucken, was da sonst so abgeht. Mal auf dem Landhandel. Ah. Wie
Günther möchte was. Ja, da muss ich mal. Hi. Ja, hi Günther. So, jetzt. Hab's jetzt erst gelesen. Was Ich habe gibt's? Sachen weggebracht und ich wollte da nochmal fragen, ich wollte mir so einen eigenen Hof auch holen, bei Ja? wem ich mich denn jetzt melden muss, solange noch kein Bürgermeister und keiner da ist. Ja, also du kannst dich momentan bei mir. Ich habe hier ein bisschen Kontakt zum Bürgermeister übers Telefon. Hast du schon was ganz Bestimmtes jetzt im Auge? Ich meinte, du hast irgendwas gesagt gehabt hinten der Ja, Hof. den Nebenhof Wolf. Ich weiß gerade Neben jetzt dem nicht, wie Wolf. der Ich heißt. bin gerade unterwegs dorthin. Möchtest du mal mit dazukommen? Ja. Dann würde ich mich da mal hinbegeben. Das ist der. Okay. Hast du das Heu hochgebracht? Ja, das ist weg. Hat er noch irgendwas gesagt wegen Bezahlen oder so? Du solltest dich dann bei ihm melden, hat Alles er klar. gesagt. Gut, dann rufe ich ihn noch an. Gleich. Wir sehen uns dann unten an dem Hof. Ja, bin ich auch schon. Ich war gerade noch auf dem Ach, du warst Wolfhof schon. kurz. Ah, okay, dann komme ich gerade mal geschwind hoch. Ja, ich Ah, sehe ich dich sehe dich schon. schon. Jawohl, Moment. Achtung, aus dem Weg. Wo fährt man denn hier rein? Keine Hier Ahnung. hinten fährt man rein. Hier mir hinterher. Ups. Oh. Hinten, ah, ist auf der linken Seite. Ah, rechts ist der Wolfershof, der ehemalige. So, dann legen wir es kurz auf und sprechen uns dann gleich weiter. Ja, wir hören uns. So, jetzt muss ich aber schon mal ganz kurz. Rauer. Ja, Hannes hier. Hallo. Grüß dich, dich wollte ich Felix. gleich auch noch anrufen. Ah, na, das passt ja. Mein ehemaliger Azubi müsste dir das Heu gebracht haben. Ist das so in Ordnung? Ja, genau, das ist angekommen. Gut, Was kriegst du dafür? 1400 würde ich kriegen. Na, das klingt doch ganz gut. Wunderbar. Dann überweise ich dir das doch gleich mal. Jawohl. Das hört Gut, sich. dass das ja heutzutage alles hier Ja, online geht. Ich sag's immer mobil auf wieder. dem Feld funktioniert. Ein Segen ist das, sage ich dir, ein Segen. Dankeschön, angekommen. Du wolltest noch Ich was lebe von die mir? Betreuung. Ja, zum einen wäre die Frage, hast du irgendwas, womit man Unkraut wieder los wird? Die Flüssigkeit hätte ich, soviel ich weiß. Das müsste ich haben. Wie viel brauchst du denn? Nur. Ich habe hier oben zwei Felder, die. Ja, also ich sehe die Feldfrucht schon fast nicht mehr vor lauter Unkraut. Das kenne ich, habe auch so zwei Felder. Dann sucht noch jemand, der das macht. Ja, kein Lohnunternehmen hier. Nee, kein Lohnunternehmen, kein Shop heute und auch kein Bürgermeister da. Irgendwie ist die Stadt ein bisschen leer momentan. Ah ja, bei Narrenfreiheit. Ja, so ist es. Polizei auch nicht da. Nein, ich habe auch so zwei Felder. Ich müsste mal gucken. Ich vermute mal am Shop, da müsste irgendwie so ein Streuer rumstehen. Was brauchen wir denn da dafür? So ein Düngerstreuer So oder eine was es da gibt. So eine Spritze Spritze da. brauchst du, glaube Richtig, richtig, richtig. Ich gucke mal schön in mein Sammelsurium, ob ich da irgendwas finde. Schon ist der Azubi weg, schon findet man nichts mehr. Ich habe eine Düngerspritze bei mir rumstehen. So eine Mega 2200. Ah, die sollte das doch erledigen können. Meine ich doch auch. Ich würde ganz kurz mit dem ehemaligen Azubi, mit dem Günther hier sprechen. Dann würde ich hochkommen zu meinem Hof. Und dann können wir uns da vielleicht treffen. Ich würde mich noch mal kurz bei dir melden. Ja, dann sprecht doch auch direkt mal mit ihm, was mit der Rechnung von meinem Unimog ist. Wir wollten uns eigentlich zum Mittagessen treffen, das hat sich aber irgendwie zu einem Treffen am See geändert. Stimmt, da war ja was. Ich sag's ihm, er soll's mit dir klären. Jawohl. Alles klar. Bis Gut, denn. bis gleich. Ciao. Ciao. So, hallo. Hi. Ah, ja, grausig. So, kaum ist der Azubi weg, schon ist die Arbeit riesig. Keine. Ah, Günther, willst nicht wieder zurückkommen? Nee, nicht unbedingt. Ah, so sind sie. Aus dem Haus, schon wollen sie nichts mehr von einem haben. Jetzt, ich stehe da. Das ist der Hof, den du gerne haben möchtest. Ja. Aha, ist das nicht ein bisschen groß für dich?
Eigentlich nicht so. Okay. Ja, das schick ist er. Weil du weißt ja, ich brauche ein bisschen Platz zum Wenden und so, Ja, das ist sonst lache ich mich in bekannt. meine Traktoren und alles kaputt, von Das daher. ist bekannt. Das ist bekannt. Ein Kärcher ist ja auch, okay. Was ich dann nochmal fragen wollte, Ja. weil hier ist ja, ich habe ja mehrere Produktionen, hier ist ja auch überall dieser Gülleausgang. Haben wir ja auch das Güllesystem drauf? Da fragst mich was. Dieses Wissen hat der Wolfgang mitgenommen. Das müssten wir ausprobieren. Ja. Das müsste man ausprobieren. Aber das könntest du ja vielleicht einmal austesten, wie das ist. Ich denke mal, die Gerätschaften wirst du bestimmt vom Shop dann mal ausleihen können, um das Ja, also. auszutesten, wie das hier gemacht ist auf der, auf dem Ort, in dem Ort hier. Ich selber habe Ja. die Schweine, habe bis jetzt aber das selber auch noch nicht gebraucht. Du hast ja auch Schweine, habe ich hier gesehen. Oder Ja, hättest ich theoretisch habe Schweine, ne? Schweine und ich glaube Hühner und ich habe, glaube ich, zwei Schweineställe dann sogar Okay, drauf. okay, okay. Ja, also ich gucke jetzt mal ganz kurz dieser Hof an sich, was der denn momentan, okay, kosten würde. Ja. Die Stadt hat mir hier was mitgegeben. Eine Preisliste, da kann ich mir das aufschreiben. So, okay, den Preis hätte ich. Ja, wie ich auch sehe, ich glaube kein Silo. Das müsstest du dir dann auch bestellen. Ja. Also, ich weiß es nicht. Also, zum einen gebe ich dir jetzt erst einmal ein bisschen Geld. Ach, du bist jetzt nicht. Würdest du mal ganz kurz wechseln? Den Ja, Hof bin ich wechseln? gerade schon dabei. Weil du kriegst von mir noch ein bisschen Azubi-Gehalt, weil du hast ja von mir noch nichts bekommen, ne? So. Dann würde ich dir nämlich jetzt. So. Bitte Dankeschön. nicht alles auf einmal ausgeben, ne? Wahrscheinlich schon, wenn ich ihn jetzt Wahrscheinlich schon, kaufe. genau. Ja, also das, vielen Dank für die Hilfe als Azubi. Gut gemacht. Die Fahrprüfung kommt wahrscheinlich trotzdem irgendwann nochmal. Das ist ja noch Ja. offen, aber da müssen wir mal gucken. Ja, also dieser Hof würde er nackt, wie er hier steht, 155.000 Euro kosten. Ja, da habe ich noch mal eine Frage. Kommst du mal kurz mit? Ja. Ist da dieser Schuppen, komm mal her, dieser Schuppen da hinten mit im Begriffen oder noch nicht? Welcher? Da hier, weil der ist nämlich auf, bei Plazellen kaufen, hat man im Internet geguckt, ist das ein extra noch, eine extra Parzelle? Müsste ich mal gucken. Ja, der kostet noch mal extra. Okay, weil den brauche ich eigentlich nicht, weil den hätte ich sonst eh weggemacht. Von daher alles gut. Ach so, nee, der würde extra kosten. Der ist da nicht mit drin. Also der Schuppen an sich, der Platz kostet noch mal 81.000. Ja, das muss nicht sein. Ich habe hier eh nicht genug Platz, um hier rauszufahren. Da muss ich eh erst alles bearbeiten. Das macht keinen Sinn. Okay, gut. Also, wie gesagt, den Hof weißt du. Ansonsten müsst ihr es halt mal gucken, ne? Wie viel waren das jetzt nochmal? 155.000. Ja. Kannst du dir mal überlegen. Ich habe hier noch einen zweiten Katalog auch dabei für Fahrzeuge, wenn du haben möchtest. Das sind auch so Sachen dabei. Ich gebe ich dir mal Einen ganz. Katalog hast du mir doch schon, als wo ich dann Azubi gegeben war, Ja, wo ich dann. der ist aber veraltet. Ich gebe dir hier mal den neuesten. Okay, danke. Den hat mir der Shop da Dings gegeben, nachdem er jetzt da ein paar Tage weg ist. Und da kannst du mal umgucken, was du alles brauchen könntest, dir eine Liste machen. Und dann würde ich das eventuell weitergeben an unseren Shop dann oder das eventuell selber dann Ja. machen. Weißt ja, die ganz großen Geräte leihen wir ja alles nur, die kaufen wir ja nicht. Du musst natürlich hier an den Silo denken, wo das auch hinkommen könnte, muss man sich überlegen. Und ja, genau. Soweit, so gut. Dann denke ich mal, hast du was zu tun, kannst du gucken und du meldest dich dann einfach, wenn du soweit durch bist. Ja, was ich dann noch mal fragen wollte, wie viel kostet denn die 100 28 und die 129.
Die 128. Und die 129. Die 128 kostet 37.000. Ja. Und die 129 44.000. Okay. Das ist vom Preis her ja jetzt nicht so unheimlich. Ja, weil ich hatte dann nämlich vorgehabt, so, weil ich ja noch kein Silo habe, dass ich vielleicht die 128 umbauen lasse und dann da auch ein paar Sachen draufbauen lasse. Das musst du natürlich mit dem Bauamt halt erst absprechen. Ja. Weil Bauveränderungen so auf Land und so, das, ja, das ist klar. Also, muss man auch übers Bauamt dann beantragen. Das kostet natürlich dann auch entsprechend Geld, ne? Ja. Dann noch was. Hm? Ich würde, wenn ich das dann genehmigt kriege, dass ich da umbauen darf, mir nochmal so einen Futtermischer da hinsetzen, wenn das ginge, weil. Das ist nicht erlaubt. Das weiß ich, weil es den Landhandel oben gibt und da haben wir die alleinigen Rechte drauf. Okay. Tut mir leid. Ja. Weil sonst machen wir ja kein Geschäft hier oben. Ja. Ja. Also Futtermischer auch für Schweine und für Kühe ist nicht erlaubt. Das ist, da haben wir das Monopol oben. Okay, gut. Das war's dann auch schon. Alles klar, und du meldest dich dann einfach, je nachdem. Ne? Ja. Alles klar. Okay. Gut, tschüssi. Ciao. So, dann wollen wir mal wieder zurückfahren. Eieieiei. Wir haben selber Arbeit, das knallt. Wir kommen hier zu nix, habe ich schon festgestellt. Ich glaube, ich muss hier Felder verkaufen. Es führt hier zu nix hier. Ich komme hier echt unglaublich. Muss ich hier alle möglichen Jobs da noch erledigen. Da kommt mir dann echt, naja, vielleicht kriegen wir irgendwann noch einen guten Mitarbeiter, nachdem jetzt unser Azubi leider weggegangen ist. Ach, jetzt bin ich an der Einfahrt vorbeigedüst. Uha, so. Einmal hier rein. Die gute Stube. So, dann schauen wir mal. Genau. Jetzt müssen wir einmal kurz schauen, ob wir da was zum Spritzen haben. Ich meine, wir hätten da was. Ja, da ist was, genau. So, mal schauen. Was haben wir denn hier? Dünger. Herbizide. Wie viel haben wir denn hier? 24.000 Liter haben wir drin. Ja, das ist ja nicht ganz so übel. Dann laden wir den mal voll. Habe ich was vergessen? Hi. Hi, Günther. Du, ich habe noch was vergessen. Du müsstest noch mal den Felix anrufen. Ja. Es geht da um den Unimog, die Unimog-Geschichte. Da müsstest du dich mit ihm noch mal auseinandersetzen. Da ja, mache ich. Hat er noch irgendwas? Okay, bis dann. Ciao. Tschüssi.
Ja, Hannes Hahn hier. Hi, Felix. Moin. Ich wäre jetzt unten am Landhandel. Ja, dann komme ich doch glatt mal vorbei. Alles klar, bis gleich. Jawohl, bis gleich. Ciao. So, liebe Leute, aber das soll es erstmal gewesen sein für heute. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Es ist ja schon wieder allerhand passiert hier auf Ellerbach. Unser ehemaliger Azubi möchte einen Hof, dann unser Franz Ostermeier möchte Kuhhof und Bäcker und ja, das mit dem Unimog wird auch noch ganz lustig. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Däumchen nach oben würden wir uns sehr freuen. Schaut gerne bei einem anderen Video mal wieder vorbei. Bis dahin wünsche ich was. Ciao, ciao.